Luftnablüdenia за воздушным противником. Sie waren eine halbe Million Mann stark, eine hochgerüstete Streitmacht, die sowjetischen Truppen in Ostdeutschland. Ihre Aufgabe, sie sollten im Ernstfall den ersten Schlagabtausch mit den NATO-Truppen in Europa führen. Diese Truppenteile gehörten eindeutig zur Elite und zur Speerspitze der damals sowjetischen Truppen. Immer wieder wurde der Ernstfall geprobt. Immer wieder gab es große Manöver. Wir hatten Angst, dass... wir hatten keine Angst, sondern wir haben erwartet, dass die NATO zum Angriff übergehen könnte. In diesem Fall hätten wir ihnen in ihrer Höhle, wie man früher so schön sagte, den Todesstoß gegeben. Und die wahre Speerspitze für diesen Todesstoß waren nicht die tausenden Soldaten, sondern die Atomwaffen in der DDR. Atomwaffen waren für die Militärs die Trumpfkarte in ihrem strategischen Spiel. Die Bomben wurden in Bunkern gelagert und an geheimen Orten in der Nähe von Kasernen, Flugplätzen und Übungsgebieten der sowjetischen Armee. Anfang der 70er Jahre wurde die Rüstungsspirale ein entscheidendes Stück weitergedreht. Nun sollte auch die NVA, atomar, aufgerüstet werden. Am 6. Dezember 1968 wurde eins der makabersten Bauwerke, die je in der DDR fertiggestellt wurden, an seinen Bauherrn übergeben. Die sowjetischen Streitkräfte waren der Auftraggeber. Sondereinheiten des KGB übernahmen sofort die Überwachung. Kein Deutscher durfte das Gelände mehr betreten. Zumindest als die Bautrupps der NVA fertig waren. Es war ja ein Übergabetermin. Drückend gewesen. Daraufhin wurden die Soldaten gar nicht in der Grundausbildung ausgebildet, sondern sie bekamen nur eine Blaukombi an, wurden auf die LKWs verladen. Bei den LKWs wurden die Planen alle runtergemacht, damit der Soldat nicht wissen sollte, wo er hingefahren wurde. War es eine besondere Art von Ironie, den Ort Himmelpfort im Brandenburgischen Wald auszuwählen als Standort? Jeder Angehörige unseres Bataillons war vorher schon irgendwo ausgesucht und wurde hier noch einer externen Geheimhaltungsbelehrung unterzogen und verpflichtet. Und das war auch der ausschlaggebende Punkt dafür, dass man eben über seinen Dienst hier auf der Baustelle niemanden zu berichten hatte. Die Pioniere bauten zwei große Bunker. Deren Zweck blieb ein Staatsgeheimnis. In Himmelpfort sollten Sprengköpfe gelagert werden. Und zwar nicht irgendwelche Sprengköpfe. Nuklearwaffen. Bestimmt für die Raketen der NVA. Paul Bergner ist Bunkerexperte. Er kennt sich aus in diesen martialischen Unterwelten, wie hier in Himmelpfort. Die technischen Anlagen im Bunker, sie hatten unter anderem die Aufgabe dafür zu sorgen, dass die Kernwaffen bei immer gleichen Temperaturen gelagert wurden. Ja, alle diese Vorrichtungen dienten der Sicherung eines vorgegebenen Mikroklimas im Bauwerk. Das war bei 17 Grad Lufttemperatur und 40% Luftfeuchtigkeit. Waren die angestrebten Werte, Luftkühlung, Luftentfeuchtung, alle diese Dinge sind hier in diesem Bereich geschehen. Im Kriegsfall wäre dieser Bunker wie ein Mikrokosmos gewesen. Von der Außenwelt abgeriegelt, aber voll funktionsfähig. Geschützt sogar gegen Angriffe mit Atomwaffen. Dies ist eine der Lagerkammern für die Atomsprengköpfe. In diesem Raum wartete der Tod in millionenfacher Ausführung auf seinen Einsatz. Ein gefährlicher Gast.
Das Bundesamt für Strahlenschutz hält diesen Raum inzwischen für gesundheitlich unbedenklich. Und wie war das damals? Offizielle Aufzeichnungen gibt es keine. Auf jeden Fall waren ja die Sprengköpfe in Containern gelagert, die selbst in sich klimatisiert und gesichert waren. Und diese Container mussten fest mit dem Boden des Bauwerkes verbunden sein, einfach um jede mechanische Bewegung so weit abzusichern, dass der Container nie oder die Container nicht gegenseitig sich beschädigen hätten können. Denn die Folgen wären verheerend gewesen. Und so sahen die Sprengköpfe aus in ihren Containern. Wahrscheinlich waren bis zu 90 dieser Sprengköpfe in jedem Bunker. Jeder einzelne zigmal so stark, so zerstörerisch, so tödlich wie die Bombe von Hiroshima. Im Kriegsfall und nur dann hätte die NVA aus diesem Lager die Kernwaffen erhalten. Fahrzeuge für die Container standen in diesen Garagen bereit. Diese Fotos wurden noch nie veröffentlicht. Sie zeigen, wie die NVA die Übernahme der Atomwaffen trainierte, auch wenn nie ein Deutscher Hand anlegen konnte an die Sprengköpfe selbst. Trotzdem waren, mit deutscher bürokratischer Gründlichkeit, bereits die Karteikarten für den Nachweis abgeschossener Atomraketen gedruckt. Anfang der 80er Jahre verschärfte sich die internationale Lage dramatisch. Militärs auf beiden Seiten des Eisernen Vorhanges wurden immer nervöser. Die in Europa stationierten neuen Mittelstreckenraketen hatten die Vorwarnzeiten bei einem Atomschlag erheblich reduziert. Die SS-20 wurden zum Synonym für eine ganze Reihe dieser sowjetischen Raketen. Bei den Amerikanern waren es die Pershing-2-Raketen. Eine Stationierungswelle folgte der nächsten. In den USA wurde die Aufstellung neuer sowjetischer Raketen genauestens beobachtet. Charles Tewton analysierte zu dieser Zeit als CIA-Spezialist die sowjetischen Aktivitäten. Anfang der 80er Jahre ergab sich eine neue Bedrohung für die Sowjetunion durch die Stationierung von amerikanischen Langstreckenraketen, den Pershing 2 und Marschflugkörpern, die aus Deutschland oder anderen Ländern wie Großbritannien abgeschossen werden konnten. Die Sowjets glaubten an die Anwendung des politischen Prinzips, dass es für jede Aktion eine Reaktion geben muss. Und ihre Reaktion bestand darin, wie damals 1959 gegen die US-Raketen in Westeuropa neue Raketen aufzustellen. Der Kalte Krieg war immer nur einen Schritt, eine Provokation und eine Fehlreaktion vom heißen Krieg entfernt. Die nukleare Abschreckung, sie erschreckte auch die Abschrecker. Und manch einer trug sich immer wieder mit der Hoffnung, durch einen Erstschlag doch gewinnen zu können. Und so wurde er geübt, der Einsatz von Atomwaffen. In Manövern und in Computersimulationen im Osten und im Westen. Die Amerikaner setzten auf eine Strategie massiver Kernwaffenschläge, besonders gegen die Sowjetunion. Aber auch die andere Seite war gerüstet. Im Ernstfall wollten die Sowjets in 7 Tagen am Atlantik sein. Und die DDR war schließlich mit sowjetischen Atomwaffen übersät.
Wir hatten große, solide Vorräte und brauchten keine Angst vor niemand zu haben. Wir strebten aber auch nicht an, jemanden einzuschüchtern. Eine sowjetische Raketenbrigade, die dem Oberkommandierenden direkt unterstand, befand sich zum Beispiel bei Drachhausen im Cottbuser Raum. Ein paar Spuren im Wald zeugen heute noch davon. Die Bunker sind inzwischen zugeschüttet, die betonierten Startplätze abgebrochen. Eine weitere Raketenbrigade war in Oschatz stationiert, getarnt und versteckt in einem größeren sowjetischen Militärobjekt. Doch Raketen geheim zu halten ist nicht leicht. Und die Waffenbrüder bei der NVA ahnten etwas. Die also von Militärtechnik etwas verstehen, könnten sich vorstellen, dass hier drinnen Spezialeinheiten sind. Und dass ab und zu auch Auto gefahren sind, die manchmal gar keine Rakete aufgeladen, also an Bord hatte. Aber die gesamte Lagerung, die Fläche, war da, dass man sofort sagen könnte, jawohl, das ist ein Fahrzeug. Und dann waren das auch Fahrzeuge, die teilweise 5 Achsen hatten. Also 2 vorne zum Lenken und 3 hinten. Es ist schon gewesen, dass also hier Spezialeinrichtungen gewesen sind. Wie in Oschatz waren alle sowjetischen Mittelstreckenraketen in der DDR auf mobilen Startrampen installiert. Ihre Reichweite bis zu 1500 Kilometer. Übrig geblieben ist von der einst geheimen Raketenbasis nur noch Schrott und Schutt. Flugplatz Altenburg, eine Militärbasis. Bis 1992 war die Anlage in russischer Hand. Zuvor, in den 80er Jahren, war sie Standort für eine speziell modifizierte Variante moderner Kampfjets. Umgebaut für Atombomben. Nicht weit entfernt vom Flugplatz, Bunker für die sichere Lagerung der gefährlichen Waffen in einem hermetisch abgesperrten Waldgebiet. Der damalige Revierförster war zum absoluten Stillschweigen vergattert. Das war so eine hoch angelegte Sache, dass ich mir darüber voll bewusst war, dass da ein Wort zu viel zu großen Konsequenzen geführt hätte. Sowohl für mich als auch für andere Leute. Und da hat lieber gar niemand drüber gesprochen. Das war eben so, das musste so sein. Und wir haben uns in dieses Schicksal gebeugt. Ein zweiter Abstieg mit Paul Bergner und einem weiteren Bunkerkundigen in die atomare Unterwelt. Sie kennen ein verborgenes Erdloch, den einzigen verbliebenen Zugang zum zugeschütteten Bunker. Es ist der Einstieg in eine wahnwitzige Welt unter der Erde. Viele der technischen Geräte sind noch da. Bruttogewicht von 1355 Kilowatt. Aber alles, was wichtig war, geheim, sensibel, haben die Russen demontiert und mitgenommen. Der Bunkerraum, in dem die Atombomben auf Transportfahrzeuge geladen wurden. Noch tiefer in der meterdick einbetonierten Unterwelt, der Raum, in dem die Atombomben gelagert wurden und auf den Tag X warteten.
Dass es dazu nie kam, ist vor allem einem Mann zu verdanken. Michail Gorbatschow. Mit seiner Wahl zum sowjetischen Staats- und Parteichef begann ein neues Zeitalter. Der Kalte Krieg ging zu Ende. Moskau und Washington einigten sich auf den Abbau der Mittelstreckenraketen und, noch viel wichtiger, der nuklearen Sprengköpfe. Was jahrzehntelang unmöglich schien, nun kam es in Bewegung. Es gab erste ernsthafte Schritte in Richtung Abrüstung. Dann löste sich ab 1989 das Einflussgebiet der Sowjetunion praktisch auf. Der Warschauer Pakt löste sich mit auf. Und die Sowjetarmee musste sich aus allen ehemaligen sozialistischen Bruderstaaten zurückziehen, mitsamt ihrer Waffen und ihrer Raketen. Schließlich wurde 1990 der 2+4-Vertrag unterzeichnet. Er besiegelte nicht nur die deutsche Einheit, er regelte auch den vollständigen Rückzug der sowjetischen Streitkräfte aus Deutschland. Fast 1 Million Menschen, Soldaten und ihre Familien, verließen den Osten Deutschlands. Der größte militärische Rückzug, den es je gab. Für Deutschland ein Gewinn, für die russischen Militärs nicht. Ich möchte dazu Folgendes sagen. Für uns Militärs war das eine Flucht. Man hat uns in eine Ecke getrieben. Es war kein Rückzug, sondern eine Flucht. Wir haben unsere Sachen gepackt und sind geflohen. So etwas darf man Menschen nicht zumuten. Die russischen Soldaten erwarteten in der Sowjetunion eine ungewisse Zukunft. Das Riesenreich bröckelte. Viele von ihnen hatten noch nicht einmal ein richtiges Zuhause. In der DDR begann für die Sowjetarmee das große Einpacken. Eine leichte Sache beim persönlichen Bedarf, der war schnell gepackt. Das Problem waren die Waffen. Es gab viel Munition. Wir haben sie selbstverständlich geheim rausgeführt. Den Abzug der Nuklearwaffen haben wir auf unterschiedliche Art und Weise getarnt. In der Regel haben wir Eisenbahnzüge verwendet, aber auch Flugzeuge oder Autos. Ein internes Papier der russischen Armee belegt, 1990 wurde brisante Munition aus Kernwaffenlagern per Bahn durch Polen nach Russland transportiert. In Polen wurde dieses heikle Unternehmen mit Argwohn verfolgt. Die Forderung, entweder Zahlung hoher Gebühren oder keine Durchfahrt. Mehr und mehr übernahmen Großraumflugzeuge den Transport der Atomsprengköpfe. Der Abzug war für den Geheimdienst selbstverständlich von hohem politischen Interesse. Deshalb wurde dieser Prozess sehr sorgfältig mit naheliegenden Methoden wie Satellitenbildern und weniger offensichtlichen Methoden, auf die ich hier nicht näher eingehen will, überwacht. Wir haben selbstverständlich gewusst, dass Geheimdienste herausfinden wollten, wie viele Atomwaffen wir in Deutschland stationiert hatten. Und wo sie genau gelagert wurden. Ich muss aber sagen, dank dem Talent des Oberkommandierenden, Generaloberst Matwej Bulakow, dank seiner Ideen haben die westlichen Geheimdienste kaum etwas vom Abzug mitbekommen. Wenn wir Müll geladen hatten, haben 3 Mann Wache gestanden. Wenn Atomwaffen aufgeladen wurden, stand nur einer Wache. Irgendwie mussten wir doch die deutschen, amerikanischen, englischen, französischen und noch andere Spione in die Irre führen. Dachten die Geheimdienste, unsere Nuklearwaffen werden per Flugzeug transportiert, wurden sie per Bahn verschickt. Glaubten die, wir nehmen Züge, wurden Flugzeuge verwendet. Schließlich wurden auch die für die NVA errichteten Kernwaffenlager zurückgegeben. Mit Protokoll und Siegel. Ohne Waffen. Natürlich.
Im Spätsommer 1990 war der atomare Spuk vorüber. Die Atomwaffenlager, 20 Jahre zuvor für die NVA errichtet, wurden an die DDR zurückgegeben. Ohne die Waffen. Mit der Wiedervereinigung wurde Bundeswehrgeneralleutnant Jörg Schönbohm zum unmittelbaren Partner Bolakows. Und die beiden verstanden sich prächtig. Bolakow ging es wirklich darum, die Sache durchzuführen und aufrechtzumachen und auch zu zeigen, dass die Armee geführt wird und funktioniert. Das war ihm wichtig gegenüber den Deutschen, aber auch gegenüber der russischen Regierung, so dass ich sage, er hat eine wirklich gute Arbeit geleistet. Das muss man militärisch in besonderer Weise anerkennen, denn zurück ist schwieriger als nach vorne, mit Soldaten besonders. Ich war überzeugt, dass wir uns verstehen. Schönbohm und ich waren lange befreundet. Unsere Familien haben sich getroffen, wir haben zusammen Tennis gespielt. Er hat meine Truppen bei den Übungen besucht, ich war auch bei seinen Truppen eingeladen. Bei einem dieser Treffen im März 1991 ging es auch um die russischen Atomwaffen. Wir haben dann die russische Seite offiziell befragt. Und es wurde uns deutlich gesagt durch den General Bolakow, es befinden sich keine Nuklearwaffen mehr auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland. Ich habe am 5. März gesagt, dass es in der Truppe keine Atomwaffen mehr gibt. Aber es gab noch Vorräte des Oberkommandos. Zu diesem Zeitpunkt kam der ehemalige Außenminister Bismertnich nach Deutschland und verplapperte sich irgendwo, dass die Atomvorräte noch immer vorhanden sind und so. Das waren aber nicht mehr meine Vorräte, sondern die des Oberkommandos in Moskau. Die deutsche Seite war gewarnt. Sie verstärkte die Beobachtung der russischen Standorte, Kasernen, Flugplätze. Auch Spähtrupps waren im Einsatz. Im Zuge einer solchen Aufklärung ist ein Trupp von, das waren damals glaube ich 3 oder 4 Männer, in die Nähe von Altengrabow gekommen. Gerade in Altengrabow hatten wir ein Lager mit Nuklearmunition. Es stand bereits leer. Das wussten die Deutschen aber nicht. Am Zaun hing ein Schild in deutscher Sprache, Halt, es wird geschossen. Sie standen da. Ein Soldat vom Wachturm schrie zu ihnen auf Deutsch, Halt! Sie zeigten keine Reaktion. Der eine schob den Stacheldraht auseinander, der andere wollte in das Loch reinschlüpfen. Der Soldat hat geschossen. Peng! Ja, und ein Major getroffen. Nun, er hat ihn nicht erschossen, nur verletzt. Ich habe ihn in einem Krankenhaus besucht und habe gesagt, wie können Sie so verrückt und so weit gehen? Sagt er, Herr General, ich spreche Russisch, ich weiß, wie die Russen schießen. Ich habe mich außerhalb des Bereichs bewogen und da kam der Verdacht sofort aus, es müssen doch dort Nuklearwaffen sein. Nun, es waren Spione, die unsere Atomwaffen aufspüren wollten. Ich glaube, das war eine gelungene Lektion, um ihn abzugewöhnen, in unsere Lager einzudringen. Es wurde eine Untersuchungskommission gebildet, die sich erst in Methode nichts aufzuklären. Beide Seiten blieben bei ihrer jeweiligen Darstellung des Vorfalles und die Sache wurde irgendwann zu den Akten gelegt. Was blieb, war das ursprüngliche Problem. Die Sprengköpfe. Wie sollte man sie transportieren? Die Lösung lag nahe. Die deutsch-sowjetische Fährlinie zwischen Mukran auf der Insel Rügen und dem litauischen Klaipeda. Anfang der 80er Jahre war die Fährlinie einschließlich ihrer großen Verladebahnhöfe in Rekordzeit aus dem Boden gestampft worden. Polen hatte sich damals zum politischen Unsicherheitsfaktor entwickelt und es sollte umschifft werden, buchstäblich. Um den Handel zwischen DDR und Sowjetunion reibungslos abwickeln zu können. Die riesigen Schiffe waren wohl nicht ganz zufällig auch als Truppentransporter konstruiert und gegen radioaktive Strahlung
hermetisch, verschließbar. Ab 1990 nutzten die Russen die Fährlinie für den Rückzug. Und nun auch für die letzten atomaren Sprengköpfe. Geheim, getarnt, unbemerkt. Es war eine schnelle und überraschende Operation. Heute könnte keiner außer dem Oberkommandierenden sie richtig erklären. Er hat sie raffiniert geplant. Er hat es sogar geschafft, Gegner und Freunde so zu verwirren, dass keiner von ihnen über den Transport Bescheid wusste. Diese Aktion lief so geheim und raffiniert getarnt ab, dass selbst der Kapitän des Fährschiffes noch heute glaubt, sie habe gar nicht stattgefunden. Also mir ist nicht bekannt, dass in irgendeiner Weise ein Sprengkopf dort transportiert wurde. Ich glaube es nicht, dass da welche dabei waren. Oder ich, in der Deklaration waren sie nie dabei und dann wäre bestimmt ein Aufwand getrieben worden, denke ich. Also Sprengköpfe für Atombomben. Also das könnte ich nicht bestätigen und nicht erkennen, dass wir sowas transportiert haben. Dieses interne russische Papier belegt, alle noch verbliebenen Sprengköpfe haben Deutschland im Frühsommer 1991 über Mukran verlassen. Dann hatte dieses Thema auch ein Ende, dann war es sicher, dass dann auch keine Nuklearwaffen mehr da waren. Die Atomwaffenlager geräumt, verlassen, nachweisbar nicht verstrahlt. Dennoch bleiben Fragen. Wie viele dieser Depots existierten und wie viele Sprengköpfe lagerten darin? Fachleute schätzen die Anzahl der Kernwaffenbunker auf 31, vielleicht sogar mehr. Die Anzahl der Granaten, Bomben und Raketen geht in die Tausende. Aber genaue Zahlen kennen auch die Geheimdienste nicht. Rückblickend muss man sagen, es wurden eine Menge Fehler gemacht. Die Einschätzung der Streitkräfte war prinzipiell richtig, aber niemand hat jemals die exakte Anzahl der Kernwaffen, die den Sowjets zur Verfügung standen, gekannt. Man kann lediglich Vermutungen darüber anstellen, indem man die Dimensionen der Lagerkonstruktionen betrachtet. Aber die genaue Anzahl, die sie hatten, kennen wir bis heute nicht. Die besten Informationen waren ihre eigenen Angaben, wie viele Waffen sie zu den einzelnen Zeitpunkten abgezogen haben. Am 29. Juni 1991 war es soweit, die letzten russischen Atomsprengköpfe waren abgezogen. Ostdeutschland war atomwaffenfrei. Dass das auch so bleibt, wurde im 2+4-Vertrag zur deutschen Wiedervereinigung festgelegt. Viele haben damals ein Ende der Geschichte vorausgesagt, ein optimistischer Irrtum. Selbst diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Im Westen Deutschlands lagert immer noch eine unbekannte Menge nuklearer Waffen auf NATO-Stützpunkten unter US-amerikanischer Kontrolle. Eine gefährliche Altlast des Kalten Krieges und eine politische Altlast, denn Deutschland hat sich schon vor Jahren verpflichtet auf Atomwaffen zu verzichten. Ich glaube, das war eine gelungene Lektion, um ihn abzugewöhnen, in unsere Lager einzudringen. Es wurde eine Untersuchungskommission gebildet, die sicherste Methode, nichts aufzuklären. Beide Seiten blieben bei ihrer jeweiligen Darstellung des Vorfalles und die Sache wurde irgendwann zu den Akten gelegt. Was blieb, war das ursprüngliche Problem. Die Sprengköpfe. Wie sollte man sie transportieren? Die Lösung lag nahe.
die deutsch-sowjetische Fährlinie zwischen Mukran auf der Insel Rügen und dem litauischen Klaipeda. Anfang der 80er Jahre war die Fährlinie einschließlich ihrer großen Verladebahnhöfe in Rekordzeit aus dem Boden gestampft worden. Polen hatte sich damals zum politischen Unsicherheitsfaktor entwickelt und es sollte umschifft werden, buchstäblich, um den Handel zwischen DDR und Sowjetunion reibungslos abwickeln zu können. Die riesigen Schiffe waren, wohl nicht ganz zufällig, auch als Truppentransporter konstruiert und gegen radioaktive Strahlung hermetisch verschließbar. Ab 1990 nutzten die Russen die Fährlinie für den Rückzug. Und nun auch für die letzten atomaren Sprengköpfe. Geheim, getarnt, unbemerkt. Es war eine schnelle und überraschende Operation. Heute könnte keiner außer dem Oberkommandierenden sie richtig erklären. Er hat sie raffiniert geplant. Er hat es sogar geschafft, Gegner und Freunde so zu verwirren, dass keiner von ihnen über den Transport Bescheid wusste. Diese Aktion lief so geheim und raffiniert getarnt ab, dass selbst der Kapitän des Fährschiffes noch heute glaubt, sie habe gar nicht stattgefunden. Also mir ist nicht bekannt, dass in irgendeiner Weise ein Sprengkopf dort transportiert wurde. Ich glaube es nicht, dass da welche dabei waren. Oder ich, in der Deklaration waren sie nie dabei und dann wäre bestimmt ein Aufwand getrieben worden, denke ich. Also Sprengköpfe für Atombomben. Also das könnte ich nicht bestätigen und nicht erkennen, dass wir sowas transportiert haben. Dieses interne russische Papier belegt, alle noch verbliebenen Sprengköpfe haben Deutschland im Frühsommer 1991 über Mukran verlassen. Dann hatte dieses Thema auch ein Ende. Dann waren für die Militärs die Trumpfkarte in ihrem strategischen Spiel. Die Bomben wurden in Bunkern gelagert und an geheimen Orten in der Nähe von Kasernen, Flugplätzen und Übungsgebieten der sowjetischen Armee. Anfang der 70er Jahre wurde die Rüstungsspirale ein entscheidendes Stück weitergedreht. Nun sollte auch die NVA, atomar, aufgerüstet werden. Am 6. Dezember 1968 wurde eins der makabersten Bauwerke, die je in der DDR fertiggestellt wurden, an seinen Bauherrn übergeben. Die sowjetischen Streitkräfte waren der Auftraggeber. Sondereinheiten des KGB übernahmen sofort die Überwachung. Kein Deutscher durfte das Gelände mehr betreten. Zumindest als die Bautrupps der NVA fertig waren. Es war ja ein Übergabetermin drückend gewesen. Daraufhin wurden die Soldaten gar nicht in der Grundausbildung ausgebildet, sondern sie bekamen nur eine Blaukombi an, wurden auf die LKWs verladen. Bei den LKWs wurden die Planen alle runtergemacht, damit der Soldat nicht wissen sollte, wo er hingefahren wurde. War es eine besondere Art von Ironie, den Ort Himmelpfort im Brandenburgischen Wald auszuwählen als Standort? Jeder Angehörige unseres Bataillons war vorher schon irgendwo ausgesucht und wurde hier noch einer externen Geheimhaltungsbelehrung unterzogen und verpflichtet. Und das war auch der ausschlaggebende Punkt dafür, dass man eben über seinen Dienst hier auf der Baustelle niemand zu berichten hatte. Die Pioniere bauten zwei große Bunker, deren Zweck blieb ein Staatsgeheimnis. In Himmelpfort sollten Sprengköpfe gelagert werden. Und zwar nicht irgendwelche Sprengköpfe. Nuklearwaffen. Bestimmt für die Raketen der NVA. Paul Bergner ist Bunkerexperte. Er kennt sich aus in diesen martialischen Unterwelten, wie hier in Himmelpfort.
Die technischen Anlagen im Bunker, sie hatten unter anderem die Aufgabe dafür zu sorgen, dass die Kernwaffen bei immer gleichen Temperaturen gelagert wurden. Ja, alle diese Vorrichtungen dienten der Sicherung eines vorgegebenen Mikroklimas im Bauwerk. Das war bei 17 Grad Lufttemperatur und 40% Luftfeuchtigkeit. Nicht weit entfernt vom Flugplatz, Bunker für die sichere Lagerung der gefährlichen Waffen in einem hermetisch abgesperrten Waldgebiet. Der damalige Revierförster war zum absoluten Stillschweigen vergattert. Das war so eine hoch angelegte Sache, dass ich mir darüber voll bewusst war, dass da ein Wort zu viel zu großen Konsequenzen geführt hätte. Sowohl für mich als auch für andere Leute. Und da hat lieber gar niemand drüber gesprochen. Das war eben so, das musste so sein. Und wir haben uns in dieses Schicksal gebeugt. Ein zweiter Abstieg mit Paul Bergner und einem weiteren Bunkerkundigen in die atomare Unterwelt. Sie kennen ein verborgenes Erdloch, den einzigen verbliebenen Zugang zum zugeschütteten Bunker. Es ist der Einstieg in eine wahnwitzige Welt unter der Erde. Viele der technischen Geräte sind noch da. Bruttogewicht von 1355 Kilowatt. Aber alles, was wichtig war, geheim, sensibel, haben die Russen demontiert und mitgenommen. Der Bunkerraum, in dem die Atombomben auf Transportfahrzeuge geladen wurden. Noch tiefer in der meterdick einbetonierten Unterwelt, der Raum, in dem die Atombomben gelagert wurden und auf den Tag X warteten. Dass es dazu nie kam, ist vor allem einem Mann zu verdanken: Michail Gorbatschow. Mit seiner Wahl zum sowjetischen Staats- und Parteichef begann ein neues Zeitalter. Der Kalte Krieg ging zu Ende. Moskau und Washington einigten sich auf den Abbau der Mittelstreckenraketen und, noch viel wichtiger, der nuklearen Sprengköpfe. Was jahrzehntelang unmöglich schien, nun kam es in Bewegung. Aufklärung ist ein Trupp von, das waren damals, glaube ich, 3 oder 4 Männer, in die Nähe von Altengrabow gekommen. Gerade in Altengrabow hatten wir ein Lager mit Nuklearmunition. Es stand bereits leer. Das wussten die Deutschen aber nicht. Am Zaun hing ein Schild in deutscher Sprache: Halt, es wird geschossen. Sie standen da. Ein Soldat vom Wachturm schrie zu ihnen auf Deutsch: Halt! Sie zeigten keine Reaktion. Der eine schob den Stacheldraht auseinander, der andere wollte in das Loch reinschlüpfen. Der Soldat hat geschossen. Peng! Ja, und ein Major getroffen. Nun, er hat ihn nicht erschossen, nur verletzt. Ich habe ihn in einem Krankenhaus besucht und habe gesagt, wie könnte so verrückt und so weit gehen? Sagt er, Herr General, ich spreche Russisch, ich weiß, wie die Russen schießen. Ich habe mich außerhalb des Bereichs bewogen und da kam der Verdacht sofort aus, es müssen doch dort Nuklearwaffen sein. Nun, es waren Spione, die unsere Atomwaffen aufspüren wollten. Ich glaube, das war eine gelungene Lektion, um ihn abzugewöhnen, in unsere Lager einzudringen. Es wurde eine Untersuchungskommission gebildet, die sicherste Methode, nichts aufzuklären. Beide Seiten blieben bei ihrer jeweiligen Darstellung des Vorfalles und die Sache wurde irgendwann zu den Akten gelegt. Was blieb? War das ursprüngliche Problem.
Die Sprengköpfe. Wie sollte man sie transportieren? Die Lösung lag nahe. Die deutsch-sowjetische Fährlinie zwischen Mukran auf der Insel Rügen und dem litauischen Klaipeda. Anfang der 80er Jahre war die Fährlinie einschließlich ihrer großen Verladebahnhöfe in Rekordzeit aus dem Boden gestampft worden. Polen hatte sich damals zum politischen Unsicherheitsfaktor entwickelt und es sollte umschifft werden, buchstäblich, um den Handel zwischen DDR und Sowjetunion reibungslos abwickeln zu können. Die riesigen Schiffe waren, wohl nicht ganz zufällig, auch als Truppentransporter konstruiert und gegen radioaktive Strahlung hermetisch verschließbar. Ab 1990 nutzten die Russen die Fährlinie für den Rückzug. Und nun auch für die letzten atomaren Sprengköpfe. Geheim, getarnt, unbemerkt. Es war eine schnelle und überraschende Operation. Heute könnte keiner außer dem. Auf jeden Fall waren ja die Sprengköpfe in Containern gelagert, die selbst in sich klimatisiert und gesichert waren. Und diese Container mussten fest mit dem Boden des Bauwerkes verbunden sein, einfach um jede mechanische Bewegung so weit abzusichern, dass der Container nie oder die Container nicht gegenseitig sich beschädigen hätten können, denn die Folgen wären verheerend gewesen. Und so sahen die Sprengköpfe aus in ihren Containern. Wahrscheinlich waren bis zu 90 dieser Sprengköpfe in jedem Bunker. Jeder einzelne zigmal so stark, so zerstörerisch, so tödlich wie die Bombe von Hiroshima. Im Kriegsfall und nur dann hätte die NVA aus diesem Lager die Kernwaffen erhalten. Fahrzeuge für die Container standen in diesen Garagen bereit. Diese Fotos wurden noch nie veröffentlicht. Sie zeigen, wie die NVA die Übernahme der Atomwaffen trainierte, auch wenn nie ein Deutscher Hand anlegen konnte an die Sprengköpfe selbst. Trotzdem waren, mit deutscher bürokratischer Gründlichkeit, bereits die Karteikarten für den Nachweis abgeschossener Atomraketen gedruckt. Anfang der 80er Jahre verschärfte sich die internationale Lage dramatisch. Militärs auf beiden Seiten des Eisernen Vorhanges wurden immer nervöser. Die in Europa stationierten neuen Mittelstreckenraketen hatten die Vorwarnzeiten bei einem Atomschlag erheblich reduziert. Die SS-20 wurden zum Synonym für eine ganze Reihe dieser sowjetischen Raketen. Bei den Amerikanern waren es die Pershing-2-Raketen. Eine Stationierungswelle folgte der nächsten. In den USA wurde die Aufstellung neuer sowjetischer Raketen genauestens beobachtet. Charles Tewton analysierte zu dieser Zeit als CIA-Spezialist die sowjetischen Aktivitäten. Anfang der 80er Jahre ergab sich eine neue Bedrohung für die Sowjetunion durch die Stationierung von amerikanischen Langstreckenraketen, den Pershing 2 und Marschflugkörpern, die aus Deutschland oder anderen Ländern. Wenn wir Müll geladen hatten, haben drei Mann Wache gestanden. Wenn Atomwaffen aufgeladen wurden,
Stand nur einer Wache. Irgendwie mussten wir doch die deutschen, amerikanischen, englischen, französischen und noch andere Spione in die Irre führen. Dachten die Geheimdienste, unsere Nuklearwaffen werden per Flugzeug transportiert, wurden sie per Bahn verschickt. Glaubten die, wir nehmen Züge, wurden Flugzeuge verwendet. Schließlich wurden auch die für die NVA errichteten Kernwaffenlager zurückgegeben. Mit Protokoll und Siegel. Ohne Waffen. Natürlich. Im Spätsommer 1990 war der atomare Spuk vorüber. Die Atomwaffenlager, 20 Jahre zuvor für die NVA errichtet, wurden an die DDR zurückgegeben. Ohne die Waffen. Mit der Wiedervereinigung wurde Bundeswehrgeneralleutnant Jörg Schönbohm zum unmittelbaren Partner Bolakows. Und die beiden verstanden sich prächtig. Bolakow ging es wirklich darum, die Sache durchzuführen und aufrechtzumachen und auch zu zeigen, dass die Armee geführt wird und funktioniert. Das war ihm wichtig gegenüber den Deutschen, aber auch gegenüber der russischen Regierung, so dass ich sage, er hat eine wirklich gute Arbeit geleistet. Das muss man militärisch in besonderer Weise anerkennen, denn zurück ist schwieriger als nach vorne, mit Soldaten besonders. Ich war überzeugt, dass wir uns verstehen. Schönbohm und ich waren lange befreundet. Unsere Familien haben sich getroffen, wir haben zusammen Tennis gespielt. Er hat meine Truppen bei den Übungen besucht, ich war auch bei seinen Truppen eingeladen. Bei einem dieser Treffen im März 1991 ging es auch um die russischen Atomwaffen. Wir haben dann die russische Seite offiziell, offiziell befragt. Und es wurde uns deutlich gesagt durch den General Bolakow, es befinden sich keine Nuklearwaffen mehr auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland. Ich habe am 5. März gesagt, dass es in der Truppe keine Atomwaffen mehr gibt. Aber es gab noch Vorräte des Oberkommandos. Zu diesem Zeitpunkt kam der ehemalige Außenminister Bismertnich nach Deutschland und verplapperte sich irgendwo, dass die Atomvorräte noch immer vorhanden sind und so. Das waren aber nicht mehr meine Vorräte, sondern die des Oberkommandos in Moskau. Die deutsche Seite war gewarnt. Alliiert. Ihre Reichweite bis zu 1500 Kilometer. Übrig geblieben ist von der einst geheimen Raketenbasis nur noch Schrott und Schutt. Flugplatz Altenburg, eine Militärbasis. Bis 1992 war die Anlage in russischer Hand. Zuvor, in den 80er Jahren, war sie Standort für eine speziell modifizierte Variante moderner Kampfjets. Umgebaut für Atombomben. Nicht weit entfernt vom Flugplatz, Bunker für die sichere Lagerung der gefährlichen Waffen in einem hermetisch abgesperrten Waldgebiet. Der damalige Revierförster war zum absoluten Stillschweigen vergattert. Das war so eine hoch angelegte Sache, dass ich mir darüber voll bewusst war, dass da ein Wort zu viel zu großen Konsequenzen geführt hätte. Sowohl für mich als auch für andere Leute. Und da hat lieber gar niemand drüber gesprochen. Das war eben so, das musste so sein. Und wir haben uns in dieses Schicksal gebeugt. Ein zweiter Abstieg mit Paul Bergner und einem weiteren Bunkerkundigen in die atomare Unterwelt. Sie kennen ein verborgenes Erdloch, den einzigen verbliebenen Zugang zum zugeschütteten Bunker. Es ist der Einstieg in eine wahnwitzige Welt unter der Erde.
Viele der technischen Geräte sind noch da. Bruttogewicht von 1355 Kilobond. Aber alles, was wichtig war, geheim, sensibel, haben die Russen demontiert und mitgenommen. Der Bunkerraum, in dem die Atombomben auf Transportfahrzeuge geladen wurden. Noch tiefer in der meterdick einbetonierten Unterwelt, der